ich habe keinen Bock mehr. So, ja, willkommen zu South Park. Und Ike ist auch mit dabei. Hallo, Ike. Hallo. Ja, wir wollen das hier durchziehen, weil Ike hat keinen Bock mehr auf Kanada. Ja. Dabei ist doch so ein schönes Land. Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Nicht mit den Leuten reden. Wenn ihr hören wollt, was die Leute sagen, kauft euch das Spiel. Ja, es kostet ja auch nicht mehr die Welt. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Über die Straße? Es gibt ja schließlich noch eine. Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy too. No, I haven't seen that show as a kid. Red mal mit ihm. Ja, natürlich rede ich mit ihm. Oh, da ist ein Riss, er leuchtet. Ich glaube, den sollten wir benutzen. Muss ich das offensichtlich mal erklären, Eike? A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Sorcerer. Okay. Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. Vielleicht wird man einfach, muss ihn einfach ermorden. Ich glaube, so funktioniert das in Kanada. Okay, gehen wir. Da oben bringt nicht den Schaden, da brauchst du die neue Fähigkeit. Ach so, ich dachte, man könnte das einhacken. So, dann gehen wir mal nach unten zu den Süden, zu den Mönchen von Quebec. Das kann man sich doch denken, wenn man hier einen neuen Drachenschrei bekommt. Ach ja, stimmt ja. Oh cool, Ike, ich habe mich in ein Brötchen verwandelt. Das hast du vorhin schon gesagt. Ja, aber es war die Aufnahme nicht drin. So. Oh, Culturation Anbingsbunk. Oh, cool. Perhaps he is the American everyone is talking about, Terence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Was? Dann mach mal einen Drachenschrei. Ein Drachenschrei? Drachenschrei. Echte prominente Eike. He knows Dragon Shout. Any magician's apprentice can Dragon Shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal wieder. Kurzgranate. Genau, nee, ist das nicht der Quietscher? Nein. Ach so. Oh God, he can cop a spell! If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fast? Ach ja, es ist mal schön, wenn man der verstohlene Quietscher. Wenn man alles mal noch durchmachen muss. Und Furz. The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Danke sehr. Oh, scheiße. Ist die Grafikkarte abgeraucht? Your magic is impressive, young American. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again! Now you try! Believe in yourself! Glaube an Herz des Anus. Unterdrücken und dann... wo ist die richtige Frequenz? Na komm, da! That's it! Now let us see how Nagasaki works in battle! These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move! Nagasaki! Die gehören bestimmt zu Numbler. Okay. Natürlich gehören sie dazu. Ja. Okay. Numbler. Come on, kid! Nagasaki! Hä? Ich hab doch gedrückt. Or they're gonna get you! Kannst du nicht. Runterrücken und dann warte, wo rumpelt's am stärksten? Okay. Ja! That's it! You have the power! In mein Arsch. You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind! And don't ever, ever fart on a man's balls. Das ist sehr, sehr wichtig, nicht wahr? Machst du doch bei Kenny später. You're supposed to go to the catacombs of Quebec now. You must never use this fart for evil. Or on balls. Genau. Ich find's übrigens gut, dass Terence wieder abgenommen hat. Genau. Ach ja. Zu der Zeit waren sie noch nicht dick. Was war das nicht davor? Ach, ich komm ja immer so lange in die Staffel. Die gibt's ja schon, South Park schon seit 20 Jahren. Dann nach oben zu der Mauer, wo du gerade hin wolltest. Und dann wegfurzen, ich weiß. Ich hab schon verstanden, Eike. Du musst mir nicht mal erklären, was immer auf sich ist, weil das ist ein simples Rollenspiel. Weil du bleibst immer stehen und dann überlegst du, was du als Basis machen sollst. Ach nee, warte, das ist nicht der vollstehende Quietscher, das ist der... Nagasaki. I accept your salute. Warte, also... Du musst drauf gucken. Und dann... Dann, wo ist dein Leben? Drehen, bis es vibriert. Es vibriert nicht.
I accept your salute. Hä? Dann guck in die andere Richtung. Ich guck in die andere Richtung, dann halte ich nach unten. Und dann drehen. Das vibriert nicht. Komisch. Dann hau doch mal zu. I accept your salute. Okay, jetzt habe ich gerade diesen Moment. Du kennst diesen Moment, wo man so in die Kamera guckt und so macht? Ne? So schaut. Genau so. Holzfällerbart. Axt des Zerfleischens. Okay. Obwohl, wir brauchen es ja eh nicht. Du hast die Barbarenrüstung. Die ist ziemlich geil. Ja, wie hast du nochmal... Was ist das Beste? Wie war es nochmal, Eike? Was ist das Beste in einem Mann? Was ist das Beste, was ein Mann möchte? Oder das Beste im Leben eines Mannes? Gott, wie hieß das? Wie ging das nochmal in Conan, Eike? Egal. Den Feind zu vernichten. Egal, nicht drüber nachdenken. Hinterher zu reißen und sich zerklagen an das Geschrei der Weiber. Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Du musst in die Höhle. In die Höhle? Du musst in die Höhle. Nicht hier. Ganz weit raus, wieder am Anfang. Ja, raus aus der Stadt, genau. Ach, ja. Ich würde nicht nach Keller fahren. Das ist viel zu weit weg. So. Tja, dann gehen wir mal rüber da zur Höhle, nicht wahr? Müssen wir wieder an den Dire-Bären vorbei, obwohl ich glaube, meinst du ihn erstmal blockiert? Und jetzt. Nee, der ist immun. Schön in die Höhle. Geil. Ich hab's voll drauf. Ah, natürlich. Da ist so ein Nagasaki-Ding. Hallo? Asuko! Hör mal auf mit dieser komischen Fette. Lass diese nichts kaputt hauen. Ja. Challenge diese Folge, nichts kaputt hauen. Achso, ich muss da vorstellen. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ob es zerstört ist. Nice, bro. Those ones hurt, huh? Okay, warte, ich schau drauf. Drehen. Wait. So lange, bis es da halt. Hallo? Da, und jetzt halten. Halten. Komisch, ich habe jetzt ja auch die Teiltaste, die ich eigentlich nach unten halten müsste. Die linke habe ich jetzt auch noch gedreht. Hä? Stehe ich nicht. Eigentlich müsste ich doch nur die. Egal. Nicht kaputt hauen, denk da dran. Und jetzt musst du da an diese Viecher ran. Also. Ja. Da ja, Wolf. Sind die echt? Schieß drauf. Okay, mach mir den Kampf drin. Hau zu. Okay. Ja, von mir aus, weil du so dringend das genannt hast. Nicht lange rumstehen. Wenn du jetzt rumstehst, ist der Film weg. Vorher abspeichern. Bringt eh nichts, da die Saves sowieso nicht richtig funktionieren. Ja, aber man soll es trotzdem mal versuchen. Okay, und los. You shall not pass me! Ja, smash. Okay, und los. Ein bisschen stärker als sonst. Und jetzt Cartman. Und jetzt Cartman wegfackeln. Alter! Du bist Max Level. Ja, ich weiß, die Begleiter, die profitieren da auch davon, aber cool. Und wir haben sogar einen Achievement bekommen, Eike, hast du gesehen? Welches? Hab's nicht gesehen. Feuerarsch, das stand da unten links, aber wollte das nicht übertragen. Und nicht übertragen. Was habe ich gesagt? Nichts kaputt schlagen. Erst die Kiste. Was haben wir denn da? Kanadischer Schatz, der ist bestimmt aus Plastik. Und die Barbarenrüstungsteil. Cartman müsste ihn essen. Ja, aber das ist dann ungesund. Du weißt, was mit dabei rauskam. Weißt du, das Barbaren-Set zusammen, wenn du es zusammen hast, ist natürlich toll. Ja, okay, erstmal mit dem Typen reden. Erstmal mit den, Dings reden. Ich soll nochmal, ich hab's vergessen. Je suis libre! Je suis libre! Oh. Ne vous besoin de collections tradut? Okay. Cela se traduit par cela. Cela se traduit par cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Spielen wir jetzt Limbo, ihr F***zen? Ich hab nichts verstanden. Ich auch nicht. Ja, gut, ich guck ja kein Star Trek, ich kann kein Klingonisch. Okay, haben wir ja schon reingeguckt. Wollen wir mal in die reinschauen, ob wir. Neue Nachricht von Prinzessin von Kanada. Ja, wollen wir erstmal in das Menü reinschauen, um zu gucken, ob wir die Rüstung komplett haben? Obwohl, nee, ich glaube, da fehlen uns noch die Handschuhe, oder? Okay, dann bis gleich. Dann bis gleich. Wow, sieht ihr jetzt, ich bin eine wilde. Nee, Heike, ich bin gar nicht Link. Ah! Oh, blöd, Mann. Der hättest du sofort reagieren müssen. It isn't gonna work. Oh, das ging aber heftig. So, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell hier den Stampf. Den heftigen.
Das läuft aber nicht in der Aufnahme. Es wird rausgeschnitten? Natürlich. Ich wurde brutal von Wölfen, von Dire-Bergen überfallen. Bären. Bären. Okay, Bären? Da oben jetzt nochmal auf den Wolf schießen, damit du da zu dem Spinnennetz kannst. Genau. Schnell ran. Und rein. Objekt benutzen. Eike, es ist you die shall not pass. Okay, springen. Es ist die Eike, ich weiß, wie das funktioniert. Es ist die Spinne, die Jimbo noch tun wollte mit dem Putti. Cool, ich habe ziemlich länger gewartet und trotzdem einen perfekten Sprung hingekriegt. Hat aber auch weniger Schaden gemacht. Ja, ich bin nicht mich. Ich link Eike, was ich sagen wollte. Ich bin jetzt der Golden Axe Warrior. Also die Abklatsch-Version you know what they call Jewish women's boobs? Jubes. Genau, Jubes. Genau, von Zelda 1. Hör doch auf, über deine eigenen Worte zu stolpern. okay. Und nochmal ein Stamm? Super, nein, Katana. Den schweren Angriff, ja. Douchebag, the whole world doesn't revolve around you, alright? Try to be more considerate. Ich hoffe, die ist nicht unter, steht nicht unter Artenschutz. Okay, einen schwachen, schwachen und einen schweren. Voll versaut. Hat trotzdem gereicht. Yeah! So, Vorsicht, der Wolf kommt da vielleicht gleich. Das solltest du mal. Ja. Was für ein Dreckswolf. Piss dich. So. Nein. Weg. Ja, jetzt haben wir das komplette Barbaren-Set, Eike. Ja, jetzt kannst du nochmal schnell schneiden und die Dings anziehen, ja. Okay, und da sind wir wieder. Ach ja. Auf nach Kanada. Nach. Wir sind in Kanada. Zurück nach Ottawa. Zurück nach South Park. Ja, das auch. Colorado. Ja, du musst da nicht durch, du kannst einfach durchgehen. Wie durchgehen? Du musst nicht nach Ottawa, du kannst einfach runter zu den Mäuschen. Ist, werde ich noch irgendwas machen hier in Kanada? Nein, alles durch. Sicher? Okay, dann gehen wir euch. Ich dachte, wir hätten noch irgendwas vergessen. Was denn? Ich weiß nicht, irgendwas. Kennst du das nicht? Wenn du irgendwas weißt, denkst du, hast du irgendwas vergessen? Guck in den Quest-Log und sieh, ob da noch was ist. Ja, guck mir in den Quest-Log. Ich hab's richtig gemacht. Nö. Achso. Bist du? Okay. Eike hat recht gehabt. Hab ich doch gesagt. Und wie kommt man wieder nach Amerika? Einfach nach unten gehen. Amerika ist unten. Genau wie von der Wirtschaft. Und von der Politik. Und von Ökologie. Und der Kultur. Und der Sozialleistung. Und alles andere. Aber hey, sie haben zumindest Trump als Präsidenten. Und ihr wisst ja, er hat was er gemacht hat. Er hat die IS zerstört. Im Gegensatz zum Friedensnobelpreisträger hat er in seiner Amtszeit noch nicht Sachen in ein Shithole gebombt. Insofern. Obwohl. Hä? So, jetzt können wir erstmal in die Kanalisation gehen. Und da, was können wir da machen? Ach, du meinst aufschlagen? Ja. Ich erinnere mich. Es kommt langsam wieder alles raus. Wie damals beim Durchfall. Nein, genau. Da unter der Bank liegt immer noch ein schönes Pokémon. Das haben wir schon mitgenommen längst. Und die vielleicht Tüte haben wir auch aufgemacht. Okay. Jawohl. Achso, der ist ja auch ein Nazi-Zombie. Hat der wirklich einen Namen? Egal. Genau, und hier geht's ja gleich runter zu dem. Hey, you're that popular kid. Ja, danke. Krebsmenschen. Wie war's nochmal, Eike? Wie Krebs sprechen. Nee. Mensch schmecken, wie Krebs laufen. Genau. Krebsmenschen. So, wo war das? Okay, hier. Hab ich schon ausgewählt? Nein. Aufschauen. Hey, Eike, er hat gerade den, wie heißt der Typ nochmal, der in Harry Potter Teil nochmal synchronisiert wurde? Bibosaurus, genau. Weißt du, das Red mit Creep-People. Creep-Mensch, genau. Weißt du, das wow. Human, your anus pulverized the rock that was the interdimensional gateway between our worlds. Now that it's destroyed, crowd people can conquer humanity. And it's all thanks to you. Thank you, man. Gern geschehen. Oh, Crab People und hier sie den Eike. Cool, jetzt haben wir auch noch gleich das komplette Krabbenmenschen-Outfit komplett. Geht schon, zieh das Crab People T-Shirt an. Natürlich, du meinst nicht das People T-Shirt? Nein, eigentlich solltest du das Outfit anziehen. Outfit. Nein! Sagen sollen. Nein, tu ich nicht. Zieh das an. Nein! Ach, zieh das jetzt an. Sonnenbrille, nein! Niemals! Erst prügeln wir uns gegenseitig zu Tode! Und jetzt blenden wir das jetzt ein.
erst neulich in Saints Row 4. Ah, Dechan! Dechan! Hä? Ach, endlich habe ich dich gefunden. Hör zu. Der Super-Wrestler Roddy Piper hat mir diese Sonnenbrille hier gegeben. Die musst du aufsetzen, dann wirst du alles viel klarer sehen. Wirst mir, glaub mir. Warum? Komm schon, setz sie einfach auf. Nein, das werde ich nicht. Dechan, setz die Sonnenbrille auf. Nein. Dechan, komm schon. Ich setze diese Sonnenbrille nicht auf. Dechan, setz die Sonnenbrille auf! Nein! Setz die Sonnenbrille auf! Ich setze diese Sonnenbrille nicht auf! Ich hab genug schwarze Löcher, um dich in kleinste Stücke zu zerlegen! Setz die Sonnenbrille auf! Ich werde zu meiner stärksten Waffe greifen! Dechan, bei Einhaben, setz die Sonnenbrille auf! Ich setze diese Sonnenbrille nicht auf! Du hast es so gewollt! Dechan, setz die Sonnenbrille auf! Und was lernen wir daraus? Wenn jemand sagt, setz die Sonnenbrille auf, dann setzt du die fucking Sonnenbrille auf. Ha, huh, die ist ja gar nicht mal so schlecht. Sag dich doch. Ja, meine Schnitttechnik war damals noch nicht ganz so gut, oder? Nee, überhaupt nicht. Ja, wir müssen das nochmal neu aufnehmen. Ja, aber man lernt ja mit der Zeit, nicht wahr? Ich hab ja auch so... Okay, dann hoch da. Ja, ich hab ja auch gelernt, wie in den Drachenlord... Geh zu Jimbo. Den Jimbo? Nein, zu Jimbo. Jimbo. So, Jimbo. Ja, Jimbo. Der ist ja gleich da um die Ecke. Die an Jabalamba denken, oder wie das Zeug heißt. Du weißt schon. Dieses Zeug, was die Südstaater da essen, mit diese Kreolen, mit grünen Paprika und so, mit allen ganzen Mischelmasche. Keine Ahnung. Ja, Post? Was Post? Ach so, da ist wieder ein Timmer-Express. Und da ist das Mädchen, genau. Da ist Jimbos, genau. Da können wir dahin. Ah, Timmer! Jetzt musste ich sagen. Tower of Peace. Ja, genauso viel Peace, wie gerade in Hongkong ist, nicht wahr, Eike? Ja. Was, du bist... 6000 Jahre Unterdrückung machen jetzt ein bisschen weiter Ärger. Ja, ja. Was, du bist pro... du bist für Hongkong? Okay, dann schütten wir dich mit... Schütten wir dich dann mit Brandbeschleuniger, zünden dich an. Genau. Hm. Nicht cool. Ich bin gegen die Regierung. Ja, und Ende wird es dann wie beim... Ende wird es dann wie beim Platz des Friedens, Eike, ne? What can I do for you, new kid? Da ist nichts passiert. Muskeljäger. 1989 ist hier nichts passiert. Oh, I hate spiders. Sure hope you blasted the heck out of it. I can't wait to see what you kill next. Können wir hier noch was kaufen? Ja, das können wir eigentlich theoretisch, aber... Brauchen wir das eigentlich alles? 25 Nein. Schaden, aber ja... Nö, kompletter Schrott, brauchst du nichts. Ja, genau. Ich schalte jetzt einfach nur der... Der Komplettheit wegen. Yeah! Achso, jetzt können wir das Ding da oben öffnen, Eike. Geil. Ja. Alien-Sonde. Ach, was mache ich denn hier? Es sind doch nur drei Sachen. Wow, ich fühle mich so entgeistert. Und was haben wir da drin? Geld, Axt der Unterwelt. Ein perfekter Angriff erzielt Blutenbeinziel für bis 300 TP. Pff. Ja, gut, der Schaden ist natürlich nicht gut im Gegensatz zu diesem Riesenkatar, was wir haben. Granate der Verlangsamung. Was ist da drin? Kannst du es erkennen? Ist doch wieder irgendwas. Ich spiele auf eine alte Folge. Frostspritzen. Ach so, das ist so eine eingefrorene Dingsbumsflasche. Wenn man aufmacht, dann macht es Bang. Elastischer Walfänger. Beluga. Beluga ist sehr gesund. Oh, das ist so wichtig, dass es sogar angezeigt wird. Also, jeder weiß so. So. Zack. Und da ist Patrick Duffy. Macht er eigentlich noch was oder ist er tot? Ike, weißt du doch Bescheid. Du bist doch scheinbar so. Ist er tot. Ja, das ist leider immer so, ne? Der denkt so... Da oben war der Glotzaugenfrosch von Sri Lanka. Sri Lanka, der mexikanische. Tja, gut, dann können wir die Folge jetzt hier nicht beenden, ne? Wir sind hier schließlich. Nee, gehen wir noch zu den Mädchen. Aber es ist schon 25 Minuten gleich. Na gut. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich guck mal... Eike, warte, Moment, ich guck mal kurz in die Flasche, wie spät es ist. Ja... Es ist soweit. Okay. Dechan. Was? Eike kann das ohne Flasche. Denn Eike produziert Gase von sich aus. Okay. Gut. Also Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von... Hättest meine Schwester mal sehen sollen. Ich weiß, wie ihr euch unter WhatsApp überhaltet. Ich habe das mitbekommen. Gut. Also... Ja, meine Mutter, meine Schwester und ich unterhalten uns über WhatsApp.
haben da ziemlich interessante Gespräche. Mit Rülpsen. Ja. Ja, er hat ein eigenes Alphabet aufgestellt. Okay. Ja, wir haben eine eigene Sprache. Ja, das ist wie Esperanto. Okay, gut, Leute. Warte mal kurz. Ja. Beeil dich, Ecke. Zum Beispiel das hier, als ich ihr was geschenkt habe. Seht ihr? Ich glaube, das, das findet sie gut. Ich will nicht, dass die Folge ein Ende. Da löscht die Folge! Er sagt, dass er ihm das dann sagt, weil ich das ist ihr nicht peinlich für Rübsen, auch in der Öffentlichkeit. Also insofern. Okay. Wir werden sicher gehen, ne? Und dieses. Außerdem weiß keiner, wie unser Gesicht aussieht. Also, ihr Penner, verpisst euch. Ja, ja, deswegen mache ich auch keine Videos mit Gesicht. Wo ich bin, Wurst mit Gesicht. Genau. Also, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und dieses Video ist nicht für Kinder geeignet. Und dieser Kanal auch nicht. Aber ist mir egal. Ich verdiene eh kein Geld damit. Okay. Also, bis dann. Ciao. Yeah.